Hallo Grillfans, willkommen auf meinem Grillkanal Barbecue und Cooking mit Sascha. Heute nochmal was Schnelles, einen kleinen Burger. Was brauchen wir dazu? Ganz einfach. Tomaten, Zwiebeln, der Schnee wird mich jetzt umbringen, aber ich nehme Eisbergsalat, Cheddar-Käse, Bacon, Burger-Patties, habe ich mir eben frisch vom Metzger geholt, Brioche-Buns. Zuerst mal müssen wir die Tomaten und die Zwiebeln schneiden. So, in der schönen 32er Petromax, die wir hier auf Seitenbanner packen, werden wir nachher die Zwiebeln machen. Weil ich beim Seitenbanner habe ich auf die niedrigste Stufe gestellt. Jetzt machen wir schon mal so ein bisschen Creme Schlag mich tot rein. Den habe ich jetzt gut vorgeheizt. Alle Brenner auf minimale Stufe. Auch da. Schön den Buttergeschmack drauf. Die Patties. Und schmeißen wieder drauf. Ja. Und Deckel zu. Meine Frau sagt Deckel zu und abwarten, soll ich sagen. In die Pfanne packen wir jetzt schon mal die Zwiebeln. Die können dann ganz langsam vor sich hingaren. Ja, schöne Farbe bekommen. Nach dem ersten Anbraten gehen die auf den Warmhalterrost. Und die nächsten Patties gehen auf den Grill. Nochmal in den Zwiebeln rühren. Und dann kommen nochmal die Brote drauf. Die Brote lassen wir ein bisschen anknuspern. Dann nehmen wir uns den Bacon. Lecker Cheddar. So, einmal die Buns. Und jeweils ein guter Schuss Ketchup drauf. Ein bisschen Salat. Auf den Salat. Bacon. Dann nehmen wir uns die Zwiebeln. Darauf die leckere Frikadelle. Ein bisschen frisches Gemüse. Deckel drauf. Und damit es nicht direkt auseinanderfällt beim Transport. Noch schön in den Spieß rein. Also ich denke, man kann mit dem Ergebnis sehr zufrieden sein. Ich lasse es mir jetzt schmecken. Und ihr?